Alter, geiles Trikot. Danke. Ah, hi. Ja, wir sind ja hier bei der Gamevasion. Hamburg gegen Spandau. Deswegen habe ich ein rotes Trikot, weil das steht für Spandau, ne? Ich habe auch tolle Freunde mitgebracht, zum Beispiel den Sterzig. Sterzig! Sag doch mal hallo kurz. Hi. Eri ist auch dabei. Ich würde auch einmal hallo sagen. Immer auch so rumzuschreien, bitte, ja? Moin Mädels, moin Jungs, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Das heutige Video ist mal wieder ein etwas ruhigeres. Es dreht sich um die Gamevasion. Die Gamevasion fand statt während der digitalen Gamescom und ich war teilweise auch oft mit dabei, gerade bei dem Duell zwischen Hamburg und Spandau. Partner dieses Videos ist Apollo Optik, mit denen habe ich ja schon mal ein Hausflipper-Video gemacht, vielleicht erinnert ihr euch. In dem Video ist auch die Apollo Power entstanden, die witzigerweise jetzt sogar von Apollo auf der Seite übernommen wurde. Finde ich mega nice, hat mich übelst gefreut, als ich das gesehen habe. Ich bin also jetzt auch offiziell auf der Apollo-Optik-Seite gefeatured. Mega coole Sache. Ja, und Apollo vermarktet jetzt auch Blaufilterbrillen, wenn euch das interessiert. Ist gerade für Gamer, glaube ich, interessant oder Leute, die generell viel vorm Computer sitzen. Schaut in die Beschreibung, checkt die Seite ab. Guckt nochmal auf die Apollo-Power von Karla Koschinski, Alter. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, liebe Zuschauer da draußen. Hallo. Hallo, Kalle. Die kennen mich hier alle, das ist ganz normal, die kennen mich. Guck hier, der freut sich sogar. Freu dich nochmal, zeig nochmal. Ja. Die kennen mich alle hier, alle kennen mich. Hand of Blood, der ist auch hier. Nur berühmte Leute, ey, ist so geil. Ja, und ich. Du bist der berühmteste von allen. Nein, hör auf zu lügen. Ah, doch. Ja, und das Schönste. Hallo. Machen wir so? Explosion! Ja, jetzt ist hier große Teambesprechung. Nebenbei werden Leute noch angemalt, weil sie nicht so schön sind. Aber ich muss auch gleich noch ran. Feli, wie gefällt es dir in Spandau? Ich war heute Morgen mit einem Café. Da waren alte Leute. Nach jeder Runde wird sozusagen ein, zwei Leute werden von euch rausgezogen. Ganz am Anfang wird Revi mit Henno noch dabei sein. In der allerersten Interviewrunde. Dann wird gespielt. Dann zwischen den Spielen werden immer ein, zwei Spieler von euch rausgezogen zum Zwischeninterview mit Julia. Danach wird weitergespielt, Zwischeninterview weitergespielt, Endinterview, bla bla bla, Abmoderation und dann wird einfach Kollektiv gespielt bis 18 Uhr. Das ist im Endeffekt der Ablauf. Geil. Jetzt sitzt sie. Von Apollo Optik ist sie übrigens. So. Bist du bereit? Bist du bereit? Ja. Bereit bist du? Ja. Bist du bereit bist? Ja. Nein. Ich kann direkt bei Discord einloggen. Ja. In meinem Account? Yes, bei deinem Account. Du bist ja den Server gejoint. Scheiße, Bruder. Ja klar. Bin ich auch nochmal drauf auf dem Server. Ich weiß mein Passwort nicht mehr. Oh mein Gott, Sola, du kannst mich nicht die ganze Zeit. Du hast mich Sola! Ja, die Roten sind die Gegner! Okay, die machen das richtig gut mit dem Tank. Wir müssen die Tank-Healer-Kombo machen, Masser. Kalle, komm jetzt mit. Kalle. Ich bin runtergefallen. Revi, es ist extrem wichtig, dass du unten gemeinsam mit Masser die Position hältst. Wenn dich jemand hochhebt, musst du versuchen, dich an ihm festzuhalten, die ganze Zeit zu springen. Aber in die Richtung vom Abgrund weg. Schön. Ich versuche es. Mach du ihn rein. Geh nicht. Der hält mich fest. Aber der hält, guck mal, der hält den Ball am Fuß, der hält den Ball am Fuß, wie macht der das? Wie macht der das mal? Lass mich los! Boxy! Ja, das war so ein kleiner Zusammenschnitt aus Hamburg gegen Spandau. War tatsächlich eine sehr, sehr turbulente Woche in dem Format. Also Emotionen sind natürlich auch hochgekocht. Wir wollten unbedingt gewinnen. Am Ende hat es leider ganz knapp nicht gereicht. Wir haben im Stechen dann leider verloren. Und Max und ich wussten einfach bei Gangbeats auch nicht, wie dieses Fußballding da geht. Also ja, ist ein bisschen schade gewesen. Wir hätten den Pokal natürlich gerne hier behalten. Aber leider ist es erstmal Hamburg. Aber wahrscheinlich war es nicht das letzte Duell. Hier und da war ich auch mal in anderen Segmenten mit dabei, das war auch eigentlich ganz nice, da wurde ich auch mal interviewt oder durfte mal meine Meinung zu etwas sagen, das war eigentlich ganz cool und es war natürlich was ganz, ganz anderes als die Gamescom, die wir sonst kennen. Wir müssen ja mit der aktuellen Situation umgehen und ich finde, wir haben hier in Spandau und Hamburg eine tolle Lösung gefunden, wie man die digitale Gamescom aus unserer Sicht umsetzen kann. Alle fanden es eigentlich cool, die sich bei mir gemeldet haben, also auch da nochmal großes Dankeschön an das Feedback, weil das ist ja auch wichtig, damit man weiß, wie man es besser machen kann. Ja, und ansonsten gab es ja auch noch die Gamevasion Championships, die ich für Apollo Optik auch besuchen durfte und ein Spiel moderiert habe. Und das
sieh dir jetzt nochmal. Alright, dann hast du hier nochmal die Erinnerung des Shoutouts, ja. Dass du das auch nochmal machst. Ja. Am besten direkt vor dem Spiel. Auch ganz wichtig, dass du hier die Beispielmats hast, dass du das nochmal, dass du den Leuten ganz kurz die Erklärung gibst, okay, das und das, so sieht es ungefähr aus. Ja. Versucht euch mal daran und dann gibst du das Spiel frei und wir sind go. Ja. Alright? Alles klar. Soll ich dir noch irgendwas aufschreiben? Nö. Nö. Okay. Nö. Wenn ich der Meinung bin oder wenn ich das Gefühl habe, du hast irgendwas vergessen, ich sag's dir nochmal. So kurz und knapp, wie es nur geht. Ich hab's aber schon mal gemacht. Also ich krieg das schon hin. Alles gut. Geil, genau das wollte ich hören. Ich freue mich vor allem auf das. Ja, das wird super. Es wird vielleicht ein bisschen cringy, wenn man es nicht kennt, aber es ist eigentlich mega nice. Eigentlich ist es mega nice. Hammer. Ja. Dann viel Erfolg. Danke. Und wenn was ist, melde dich einfach. Mach ich. Geil. Alles klar. Und hier sind wir auch mal dran, ne? Kalle Kuschinski kommt gleich wieder zum Einsatz. Den muss gleich noch anrufen. Der muss dann noch vorbeikommen, weil den Showmaster Kuschinski, den brauchen wir heute. Ohne den wird hier kein Quiz gemacht, ne? Ich guck mal, wo der Kuschinski ist, ne? Bis gleich. Apollo Power, Alter! Wo ist das Quiz? Großartig. Alles. Krasse Moves. Der Opa tanzt. Der ist aber wirklich nicht schlecht. Hi. Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Kalle Kuschinski. Ich bin euer Quizmaster für das Spiel Nummer 3. Also das Bild ist erst verschwommen und es wird immer klarer. Und ihr müsst den Namen des Helden sagen aus einem Computerspiel. Den Namen des Helden, nicht des Spiels. Letzte Zelda ist. An dieser Stelle nochmal großes Dankeschön natürlich an Apollo Optik, Alter, weil die tatsächlich natürlich auch hier für den gewissen Durchblick sorgen. Und mit der Apollo Power kann man richtig gut durchblicken. So, haben wir es geschneit? Frage. Ja. Ich bin gespannt. Machen wir eine Proberunde? Nein, go. Spannend, ne? Wenn keiner was sagt. Was ist das? Zeig die Fresse. Ihr werden schon Tipps kriegen. Ach. Das habe ich gesehen. Ach, das ist ja nicht zu fassen, das ist schon Lee. Kick. Jetzt rächt er sich. Ja, das ist das ist richtig. Und Simon gewinnt Spiel. Ja, verdient. Applaus bitte. Ja, also Gamevasion jetzt tatsächlich für mich erstmal vorbei. Und ich muss sagen, es war für mich persönlich mal eine ganz angenehme Erfahrung, auch wenn ich es tatsächlich ein bisschen vermisst habe, so wie in den letzten Jahren, diesen Kontakt zu euch tatsächlich. Weil mir hat es schon Spaß gemacht immer. Auch gerade letztes Jahr hatte ich auf der Gamescom meine allererste eigene Autogrammstunde. Da muss ich schon sagen, das war schon ein spezieller Moment für mich. Und den habe ich mir auch abgespeichert. Und gerade auch der Austausch, der Kontakt, auch verbal natürlich. Und wenn Leute zu mir kommen, hey, darf ich kurz ein Foto mit dir machen? Das hat mir schon irgendwas gegeben, muss ich sagen. Aber ich bin auch froh, dass man jetzt mal eine andere Sichtweise bekommen hat. Die letzten Tage, wie gesagt, wurde super viel gezockt zum Beispiel. Und auf der Gamescom war es für mich bisher immer so, ich war viel auf der Bühne, musste viel rumschreien. Es war eine körperliche Belastung. Man musste immer darauf achten, dass man tatsächlich auch seine Stimme irgendwie schont. Man musste irgendjemanden immer beobachten. Aufschlagen, hey, kannst du mir eben was zu essen holen, weil ich verhungere sonst. Und das hat man hier halt nicht. Hier ist alles ein bisschen entspannter. Man schläft halt auch zu Hause, ist ziemlich cool. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen und ich freue mich jetzt auf eure Kommentare. Tschüssi.